Wir gucken uns jetzt mal an, so ein paar Operationen aufbäumen. Und zwar Traversierung, das heißt systematisches Besuchen aller Elemente des Baumes. Da haben wir drei Strategien. Das eine ist diese. Da sage ich jetzt gar nichts weiter zu. Ja, Sie sind ja angehende Informatiker und versuchen das jetzt mal zu interpretieren und überlegen mal, was passiert, wenn ich diesen Baum nehme. Ja, und also das ist mein Baum. Das ist sozusagen, darauf zeigt mein X. Und Sie wenden diese Funktion darauf an. Das sind ja zwei kleine Algorithmen. Gehe ich nochmal auf den hier. Ja, was haben wir gemacht? Wir durchlaufen systematisch den gesamten Baum. Ja, wir steigen irgendwie ein. In Order steht dafür, wir gucken zuerst nach links, dann geben wir das Element aus, dann gucken wir nach rechts. Das heißt, bevor wir das Minus ausgeben, ja, gehen wir erst hier hin. Bevor wir das Plus ausgeben, gehen wir erst hier hin. Ja, dann geben wir das aus. Ja, das heißt, da kommt dann A hin. Dann geben wir Plus aus. Dann gehen wir in den nächsten Teil rein. Bevor wir das Mal ausgeben, gehen wir erst nach links, B. Ja, erst das hier, rekursiv. Ja, das ist das Schöne an dieser Baumstruktur. Kann man wunderbar ganz kurz und knackig rekursiv formulieren. Das heißt, da kommt dann raus B. Dann gehen wir zurück nach dahin, nach C. Dann gehen wir zurück. Das haben wir hier oben, Minus, und dann kommt D durch E raus. Ja, ich kann jetzt hier variieren, ja, entweder das sogenannte In-Order oder das Pre-Order, das heißt, ich gebe erst aus, bevor ich nach links und nach rechts gehe. Ja, das heißt, wir haben hier irgendwie Minus, ja, dann gehe ich nach links, dann gebe ich das Plus aus, dann gehe ich nach links, dann geht das A, dann gehe ich zurück, dann geht das rechts, dann kommt das Mal, dann kommt das B, dann kommt das C. Dann gehen wir zurück, Minus hatten wir schon, dann das durch und dann das DE. Man könnte sich vorstellen, wenn es einen Pre-Order gibt, dann gibt es auch noch einen Post-Order. Ja, da habe ich sozusagen diese Zeile hier hinten. Ja. Ich gehe erst nach links, dann gehe ich nach rechts. Ja, was kommt hier raus? Wer kann mir das diktieren? A als erstes. Ne? Also ich gehe hier nach, ich steige ein, gehe erst nach links. Bevor ich was mache, gehe ich nach links. So, dann gehe ich wieder nach links, der kommt zurück, der geht nach rechts, der kommt zurück und dann gibt er den aus. Ja, dann geht er irgendwie hoch. Dann geht er erst irgendwie hier hin. Ja, dann gibt er C aus, dann müsste er das Mal ausgeben, dann das Plus, dann geht er nach D, E durch Minus. Das müsste irgendwie die Reihenfolge sein. Alle drei. Wie aufwendig sind die? Das ist jetzt schwierig. Ne? Sie haben, ich weiß ja nicht, wie gut sie, wir haben das ja schon relativ intensiv, zumindest mit einigen habe ich dieses Türme von Hanoi, da war ja auch die Frage nach dem Aufwand, da habe ich auch kurzen rekursiven Algorithmus gehabt. Ja, wie aufwendig sind diese Operationen hier? Und da sind sie alle gleich aufwendig. Also wir sagen mal, der Baum habe 1 Knoten. Ich gehe hier rein, ich mache sozusagen einen Test. Okay, ist der Knoten leer oder nicht? Ja, aber ich mache ja nichts weiter. Konstant. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ja, ich gehe weiter, komme zurück. Komme zurück und dann mache ich was. Das ist irgendwie O von 1 hier. Ja, eine Operation. Den packe ich einmal an. Sozusagen diese Aufrufe hier, die würde ich jetzt, ja, wie aufwendig sind die? Wenn ich den Aufwand mal, wenn der, das sozusagen die zentrale Operation ist, da will ich jetzt irgendwas mitmachen, keine Ahnung, eine Berechnung auf dem Knoten durchführen oder was auch immer. Ja, man packt im Prinzip aber jeden Knoten nur ein einziges Mal an. Ja, das ist eher so die intuitive Erläuterung. Ich fasse jeden Knoten nur einmal an, ja, und dann gehe ich sozusagen, in dem Fall ja hier, ich gehe hier runter, Gesundheit.
Erst ganz am Ende mache ich da was mit, da entsteht sozusagen der Aufwand. Dieses Verzweigen in der Struktur, das würde man da nicht großartig mitzählen. Das heißt, wir hätten hier einen Aufwand von O von N, ja, weil ich jeden Knoten quasi einmal anpacke.